Hier haben wir das Prachtstück der Leipziger islamischen Handschriftensammlung. Und zwar ist das unser sogenannter Mongolen-Koran. Er ist 1306 bis 7 in Bagdad angefertigt worden. Als Katalogisiererin von Handschriften ist es meine Aufgabe, erstmal sowohl die inhaltlichen als auch die äußerlichen Grundinformationen zu erfassen. Die gebe ich dann in eine Datenbank ein. Dann wird diese Handschrift digitalisiert und diese Digitalisate werden dann ins Netz gestellt. Damit ist erstmal meine Arbeit sozusagen erfüllt. Damit habe ich diese Handschrift den Forschern zugänglich gemacht. Hier an dem Einband sehen wir auch sehr schön die typische Charakteristik eines islamischen Einbandes. Und zwar besteht er aus einem sogenannten Steg, der mit dem Rückdeckel verbunden ist. Und eine Klappe schließt sich halt an den Steg an. Diese Klappe konnte man entweder auf den Deckel legen oder unter den Deckel. Und damit war quasi das Buch geschützt. Das Zentralmotiv. Der Deckel dieses Einbandes besteht aus einer Mandelform, deren Umrisslinien im Bogen aufgelöst sind. Die Füllung der Mandel besteht aus floralen Ranken und Arabeskenwerk auf Goldhintergrund. Hier haben wir eine sogenannte symmetrisch illuminierte Anfangsdoppelseite. Innerhalb dieser Rechtecke findet sich hier die Sure 56, Vers 77 bis 79. Und die besagt, dass halt nur jemand, der im Zustand der rituellen Reinheit ist, den Koran berühren darf. Mich fasziniert an meiner Arbeit besonders, dass ich halt mit alten Zeugnissen der islamischen Kultur arbeite, weil das sind quasi Handschriften, sind quasi die Quellen, worauf sich halt die Orientalistik während ihrer Anfangsphase halt in Europa beschäftigt hat. Und indem ich diese Handschriften für die Forschung oder ein allgemeines Publikum zugänglich mache, erwecke ich diese alten Zeugnisse der islamischen Kultur quasi wieder zum Leben. Und auf diese Weise fühle ich mich mit der islamischen Kultur und ihrer Vergangenheit verbunden.